Lieber Herr Professor Knandt, lieber Michael, in San Antonio hat gerade der weltweit größte Brustkrebskongress stattgefunden und es gab einige interessante Daten. Unter anderem wurde eine Studie präsentiert, die sich mit der Schwangerschaft nach oder bei einem hormonabhängigen HER2-negativen Brustkrebs beschäftigt. Und zwar gibt es ja doch relativ, das sind nicht viele, aber es gibt Patientinnen, die die Brustkrebsdiagnose zu einem Zeitpunkt bekommen, wo ein Kinderwunsch noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, diese Patienten haben einen Kinderwunsch und die antihormonelle Therapie wird ja doch über einen längeren Zeitraum gegeben. Jetzt hatte man bisher eigentlich nur retrospektive Daten bezüglich Schwangerschaft und Brustkrebs und jetzt war die Positive Trial, die da in San Antonio präsentiert wurde, die prospektive Daten geliefert hat, also die sich angeschaut hat, ob eine Unterbrechung einer antihormonellen Therapie, um schwanger zu werden, einen negativen Effekt hat. Kannst du dazu etwas erzählen? Ja, freilich, das ist ein wichtiges Thema für wenige Betroffene, aber für die wenigen Betroffenen ist es meistens eine besondere Katastrophe, wenn dann gerade die Familienplanung beginnt und dann eine Brustkrebsdiagnose sozusagen das scheinbar verunmöglicht. Die Positivstudie ist deshalb so wichtig, weil sie jetzt erstmals wirklich systematisch etwas zeigt, das wir versuchsweise eigentlich schon seit Jahrzehnten machen. Aber jetzt wissen wir auch, dass wir das auf sicherem Boden machen. Also man kann bei die Hormontherapie über einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten geben. Das sollte man auch tun. Also so stark sollte der Kinderwunsch jetzt dann nicht die Behandlung beeinträchtigen, dass das nicht gemacht wird, aber man kann dann pausieren. Und das geht sich doch in den allermeisten Lebensplanungen aus, dass man halt den Wunsch ein bisschen verschiebt und aber auch weiß, dass man ohne sich selbst zu schaden dann versuchen kann, schwanger zu werden. Und die positive Studie hat gezeigt, dass das erstens immer wieder erfolgreich ist, natürlich nicht immer. Es ist auch so, dass auf natürlichem Weg, ganz ohne Brustkrebserkrankung, man mit 40 nicht mehr so leicht schwanger wird wie mit 30. Aber dass es sicher ist und dass man sich selber nicht im Sinne eines höheren Metastasenrisikos oder Rückfallrisikos der Brustkrebserkrankung gefährdet, wenn man die antihormonelle Therapie in Absprache mit dem Arzt der Ärztin für einen Zeitraum unterbricht. Ich mache das schon länger, sage ich jetzt mal. Wir haben bei der Studie auch mitgemacht, aber das sind oft auch sehr ergreifende Schicksale und Familiengeschichten. Immer mit einem gewissen Unbehagen. In den alten Lehrbüchern steht, wenn es Brustkrebs hat, darfst du nicht mehr schwanger werden. Wir haben schon länger das Gefühl, dass das nicht so ist, aber jetzt müssen wir nicht mehr nur das Gefühl haben, sondern jetzt wissen wir es. Man kann unter kontrollierten Bedingungen sehr wohl Schwangerschaft ohne jedes Risiko für die Brustkrebserkrankung riskieren, in Anführungszeichen. Die Studie hat ja dann auch noch gezeigt, dass es sehr viele Geburten gegeben hat, also es war sehr erfolgreich. Mhm. Das zeigt uns auch, dass es möglich ist, nach einer Chemotherapie und endokrinen Therapie schwanger zu werden, manchmal eben, wie du schon erwähnt hast, assistiert. Jetzt noch meine Frage, wie lange muss man dann warten? Man hat jetzt die Antihormontherapie bekommen. Wie lange sollten die Patientinnen warten, wenn sie diese Medikamente absetzen, dass sie versuchen können, schwanger zu werden? Also die erste wichtige Information ist, das möchte ich unterstreichen, es sind hier viele Geburten gelungen und es sind auch gesunde Babys auf die Welt gekommen. Also es ist nicht so, dass man jetzt da lauter Frühgeburten oder irgendwelche Geburtsschäden oder Ähnliches befürchten muss durch die vorangegangene Therapie. Dazu kann man auch was beitragen. Man kann bei der Chemotherapie zum Beispiel versuchen, die Eierstöcke zu beschützen mit einem LH-RH-Analogon. Und man kann, wenn man die Eierstöcke nur chemisch stilllegt, dann geschieht ihnen gar nichts, sondern wachen sie wieder auf und sind nachher so gut wie vorher. Wir empfehlen also, 2 Jahre Antihormontherapie zu machen. Und was ich dann meistens der Patientin oder dem Paar, das ja dann häufig in der Beratungssituation ist, sage, ist, dann nehmen wir uns ein Fenster vor, wo man sozusagen versucht. Das soll nicht ewig sein. Es ist ja, wenn
unerfüllter Kinderwunsch macht ja auch psychologisch was mit einem. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich ein Fenster gibt, wo man sagt, in der Zeit versuchen wir es. Wenn es da sein soll, nehmen wir es dankbar als Geschenk an. Und wenn es nicht geht, gibt es viele andere Wege, auch ein erfülltes Leben zu haben. Man kann Kinder adoptieren, was auch immer. Also man soll, glaube ich, definierten Zeitraum Therapie, dann definierte Therapiepause. Und wenn es leider nicht geklappt hat, dann macht es auch Sinn, die Therapie unter Umständen die Antibrustkrebstherapie fortzusetzen. In der Studie waren hauptsächlich Patientinnen drinnen, die in einem Stadium 1, 2 waren. Es haben nicht so viele einen Lymphknotenbefall gehabt. Würdest du die Daten auch für Patientinnen sehen, die etwas höheres Risiko haben? Vielleicht auch Patientinnen, die jetzt mittlerweile zur antihormonellen Therapie auch den CDK4/6-Inhibitor zu bekommen, kann man diese Daten auch auf diese Patienten übernehmen? Also wir würden gern, aber da muss man einfach vorsichtig sein. Wir wissen bei CDK4/6-Inhibitoren gar nichts über Schwangerschaften danach. Das ist einfach zu neu, war auch in der Studie noch nicht vorgesehen. Ich wäre optimistisch und würde schon glauben, dass wir schrittweise diese Erlaubnis erweitern können, aber wir müssen das zumindest in Registern anschauen, um hier verlässliche Aussagen machen zu können. Nicht je höher das Rückfallrisiko ist, umso mehr muss man ja auch in dieser sehr schwierigen, sehr persönlichen Entscheidung immer die Frage stellen, wie stark ist mein Kinderwunsch im Vergleich zu dem, will ich auch kein Kind zurücklassen müssen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das würden die wenigsten Frauen wollen. Wie viel Risiko kann ich für mich akzeptieren? Wenn das klein ist, wie viel Risiko kann ich für mein Kind akzeptieren, dass unter Umständen nicht für den Rest seines Lebens die Mama bei sich hat? Also das sind sehr, sehr individuelle, sehr, sehr herausfordernde Gespräche, die man da zu führen hat. Aber jetzt ist einmal ein wichtiger Meilenstein geschehen, nämlich dieses Nein, Nein und um Gottes Willen und Vorsicht, das ist jetzt weg. Wie gesagt, wir machen es schon länger nicht mehr ganz, aber jetzt wissen wir auch, das ist auf solidem Grund. Und ja, wir werden uns jetzt von hier schrittweise in CDK4/6 in vielleicht etwas höhere Erkrankungsstadien hineinbewegen. Wichtig ist, dass man dieses oft sehr, sehr emotionale Thema versucht, mit so viel Vernunft und Ratio als möglich am Ende zu einer für einen selbst oder für das Paar passenden Entscheidung zu bringen. Da gibt es kein richtig und kein falsch, das muss individuell stimmig sein. Es braucht viel Zeit, viele Gespräche, aber macht auch ganz viele tolle Ergebnisse. Ich habe einen Ordner mit Babyfotos, die ich dann immer geschickt bekomme bei mir, und es ist dann auch immer eine besondere Frage. In San Antonio wurde auch ein wenig darüber diskutiert, wie lang diese klassische Washout-Phase sein sollte, wo man dann die Therapie pausiert, also endokrine Therapie pausiert, und wo man dann trotzdem keine Versuche unternehmen sollte, schwanger zu werden, bis das Medikament quasi draußen ist. Da wurde diskutiert 3 Monate, 9 Monate. Man sollte auf der anderen Seite aber nicht allzu lange die antihormonelle Therapie pausieren. Also das Ganze sollte auch nicht allzu lange dauern. Was ist deine Einschätzung zu dieser Diskussion? Da bin ich relativ radikal. Tamoxifen, also das Nolvadex, das viele Patienten in der Situation bekommen, soll man nicht im Körper haben, wenn man schwanger wird, weil das potenziell für das ungeborene Kind schädlich sein soll. Aber in Wahrheit ist das nach 4 Wochen aus dem Körper verschwunden. Und ich glaube, wenn man dieses Fenster aufmacht, sind 4 bis 6 Wochen genug, und dann viel Freude beim Versuchen sozusagen. Das ist ein gutes Signal, also dass man nicht allzu lange warten muss. Ja, also eigentlich haben wir jetzt alles Spannende besprochen. Was ich dich noch fragen würde im Zusammenhang mit der Schwangerschaft: Wie schaut es eigentlich mit der Verhütung unter der antihormonellen Therapie aus? Muss man das machen? Vor allem die Patientinnen, die eine Unterdrückung der Eierstockfunktion haben, müssen die oder sollten die zusätzliche Verhütung? Also wenn man einen GnRH-Analog, also ein Zoladex oder ein Triptorelin oder Ähnliches hat, dann kann man unter dieser Therapie üblicherweise nicht schwanger werden. Also das macht
gute Verhütung. Ich glaube, es gibt einen beschriebenen Fall auf der Welt, wo nicht ganz sicher ist, ob die Spritze richtig verabreicht worden ist. Also da kann man sich sicher fühlen. Wenn man nur Tamoxifen nimmt, das ist teratogen, das soll man nicht schwanger werden. Da muss man mit anderen klassischen und auch mechanischen Verhütungsmethoden sozusagen arbeiten. Es ist ja auch so, unter Antiaromatase-Hämatherapie mit Eierstockunterdrückung sollte keine Periode mehr da sein, aber Tamoxifen könnte durchaus den Zyklus. So, dass man keine Regelblutung hat, aber trotzdem schwanger werden kann. Also da muss man aufpassen. Ja. Okay, dann sage ich mal vielen Dank und freuen uns, dass wir aus San Antonio so positive Daten mitnehmen können für das sehr emotionale Positiv Thema. Positiv im Sinne des Wortes. Genau. Absolut. Vielen Dank.